Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena zur Heiligen Mutter Teresa, vierter Tag. Unsere liebe Frau, die Mutter Gottes, wird dir helfen. Wie sehr benötigen wir doch Maria, um zu verstehen, was es bedeutet, Gottes dürstende Liebe zu uns zu stillen, für die Jesus Mensch wurde, um sie uns zu offenbaren. Maria tat dies so schön. Ja, Maria erlaubte Gott, ihr Leben in Besitz zu nehmen. Durch ihre Reinheit, ihre Demut und ihre gläubige Liebe. Lasst uns danach trachten, unter der Führung unserer himmlischen Mutter, in diesen drei wesentlichen inneren Haltungen der Seele zu wachsen, die das Herz Gottes erfreuen und es ihm ermöglichen, sich mit uns zu vereinen, in und durch Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, indem wir dies wie Maria, unsere Mutter, tun, wird Gott vollständig Besitz von unserem ganzen Sein nehmen können. Und durch uns wird er in der Lage sein, alle Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, mit seiner dürstenden Liebe zu erreichen, insbesondere die Ärmsten der Armen. Wenn wir mit der Mutter Gottes verweilen, wird sie uns ihren Geist des liebenden Vertrauens, der völligen Hingabe und der Fröhlichkeit geben. Gedanke für den Tag. Wie nahe müssen wir doch bei der Mutter Gottes bleiben, die Verstand, welche Tiefe der göttlichen Liebe offenbart wurde, als sie am Fuß des Kreuzes stand und Jesus rufen hörte, nicht dürstet. Bitte um die Gnade, von der Mutter Gottes zu lernen, den Durst Jesu zu stillen, wie sie es tut. Gebet zur seligen Teresa von Kalkutta. Tägliches Gebet der Novena. Selige Teresa von Kalkutta, du hast dich so vollkommen der dürstenden Liebe Jesu am Kreuz ausgeliefert, dass sie in dir zur lebendigen Flamme wurde. So wurdest du für uns alle zu einem Licht seiner Liebe. Selige Teresa von Kalkutta, erbitte mir vom Herzen Jesu. Bring nun dein Anliegen vor. Lehre mich, mein ganzes Sein und Leben vollständig von Jesus durchdringen und in Besitz nehmen zu lassen, damit auch durch mein Leben sein Licht und seine Liebe auf andere Menschen ausstrahlen können. Amen. Unbeflecktes Herz Marie, Ursache unserer Freude, bitte für uns. Selige Teresa von Kalkutta, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.